bei uns im Wahlkreis Altötting-Mühldorf haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Zukunft fest im Blick, den Menschen in unserer Heimat eine Stimme geben und ihre Interessen in Berlin bestmöglich und engagiert umsetzen. Regional zuhören und national agieren. Dafür möchte ich mich auch in den kommenden 4 Jahren engagiert und nachdrücklich für Sie in Berlin einsetzen. Für die Heimat, stark in Berlin, Ihr Stefan Mayer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind heute in Waldkraiburg und direkt im Hintergrund sehen Sie den Infostand der CSU. Wir haben uns nämlich heute mit Stefan Mayer, dem Bundestagsabgeordneten, zum Interview getroffen und unterhalten uns mit ihm über die bevorstehende Wahl. Herr Mayer, mit welchen Gefühlen blicken Sie dann auf die kommende Wahl? Ja, ich blicke natürlich mit sehr gespannten Gefühlen auf die Wahl in einer Woche. Eines ist klar, es wird sehr knapp. Alle Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus und es wird eine Richtungswahl. Also ich bin natürlich selbst sehr gespannt. Wir kämpfen jeden Tag 17, 18 Stunden am Tag, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, erstens zur Wahl zu gehen, das ist schon mal zum einen wichtig, aber zum anderen natürlich auch eine klare Stabilität auch für das Land auch weiter zu gewährleisten und damit natürlich auch die CSU zu wählen. Also das ist, ich finde die Schlussphase des Wahlkampfes immer besonders interessant, weil man da sehr viel Kontakt, sehr viel unmittelbaren Kontakt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern hat und vor allem auch, weil die Bevölkerung sehr politisch denkt, weil natürlich auch durch die mediale Berichterstattung jeder im Grunde genommen elektrisiert ist von der Bundestagswahl oder fast jeder. Und deswegen bin ich selbst gespannt, welches Votum uns die Wählerinnen und Wähler am 26. September geben. Wie schätzen Sie denn die Wahlbeteiligung in diesem Jahr ein? Ich glaube, gerade nachdem die Bevölkerung derzeit sehr politisch ist und es ja auch sehr viel geht am 26. September, es ist eine Richtungswahl für unser Land nach 16 Jahren Angela Merkel, nach 16 Jahren CDU-CSU-Regierungszeit. Wir haben das Land wieder flott gemacht nach 7 Jahren Rot-Grün. Und jetzt geht es natürlich darum, diesen Prozess auch weiter fortzusetzen. Ich persönlich glaube, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird. Darauf deuten auch schon die hohen Briefwähleranteile hin. Und ich glaube, das ist auch gut. Das ist auch gut für die Demokratie, wenn möglichst viele Wählerinnen und Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Was sind denn die Schwerpunkte in Ihrem Wahlprogramm und wo genau setzen Sie den Hebel an? Aus meiner Sicht geht es in ganz entscheidender Weise darum, dass wir das Land stabil und sicher in eine Zukunft führen. Wir haben jetzt nach der Corona-Pandemie viele Hausaufgaben zu erledigen. Die Corona-Pandemie hat uns offenbart, wo es Defizite in Deutschland gibt, im Gesundheitswesen, im Bildungssystem, im Bereich Digitalisierung. Und es geht darum, dass wir diesen Stand, den wir jetzt haben, wir sind die Wachstums- und Wirtschaftslokomotive in Europa, wir sind ein sehr sicheres Land, wir haben im letzten Jahr die geringste Anzahl an Straftaten in Deutschland gehabt seit der Wiedervereinigung, wir haben die Migration in den Griff bekommen, wir hatten im letzten Jahr nur 100.000 Asylerstanträge, das war deutlich weniger als 2015 mit knapp 900.000 Migranten, die nach Deutschland kamen. Es geht deshalb darum, diesen stabilen, diesen sicheren Kurs jetzt fortzusetzen, aber auch Neues zu wagen. Wir müssen mehr Dynamik in die Wirtschaft bringen. Wir müssen vor allem auch die Wirtschaft von unnötigem Ballast befreien. Wir brauchen keine Steuererhöhungen. Wir brauchen nicht zusätzliche Belastungen für die Wirtschaft, sondern wir brauchen eine Entlastung. Und deswegen geht es in vielerlei Hinsicht, in der Sicherheits- und Innenpolitik, in der Außen- und Europapolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Gesellschafts- und Familienpolitik, um ganz entscheidende Weichenstellungen am 26. September. Und deswegen herzliche Bitte, mit beiden Stimmen die CSU zu unterstützen. Wie schätzen Sie die Einflussmöglichkeiten der CSU im Bundestag nach einem schwachen Ergebnis für die Union ein? Ich kämpfe dafür mit Haut und Haar, dass wir ein starkes Ergebnis als CSU einfahren und ich bin auch nach wie vor sehr zuversichtlich. Ich habe gerade angesichts der letzten Tage und der letzten Woche schon den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger jetzt auch umdenken und auch überlegen, was würde denn passieren, wenn Deutschland einen Linksruck vollziehen würde, wenn ab Herbst Rot-Rot-Grün in Berlin das Sagen hätte.
Und deswegen beschäftige ich mich persönlich damit, was haben wir bisher als CSU leisten können. Wir haben viel umgesetzt in Berlin, beispielsweise die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie. Das geht einzig und allein auf das Konto der CSU, dass die Wirte jetzt nur noch 7% statt 19% zahlen müssen. Wir haben ein Milliardenprogramm für die Landwirtschaft erreicht, auch nur auf Druck und auf Drängen der CSU. Und wir haben beispielsweise auch die Migrationsfrage in den Griff bekommen. Also die CSU hat ihre Handschrift aus meiner Sicht in den abgelaufenen 4 Jahren deutlich in Berlin hinterlassen. Und wir sagen klar zu, gerade auch beispielsweise was das Thema der Mütterrente anbelangt, dass wir als CSU Garant dafür sind, dass alle Mütter gleich behandelt werden in der Rentenversicherung, unabhängig davon, wann ihre Kinder geboren wurden. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass mit einer starken CSU es auch gut für Bayern und für Deutschland auch weitergeht. Mit welchen Gefühlen sehen Sie auf die Vereine in Bayern, während wir auf den 3. Corona-Herbst zusteuern? Die Vereine und die Verbände waren mit Sicherheit mit Hauptleidtragende in der Corona-Pandemie. Es gab Mitgliederaustritte, es war fast unmöglich, neue Mitglieder zu werben. Deswegen haben viele Sportvereine teilweise über 10, teilweise über 20% ihrer Mitglieder verloren. Wir brauchen aus meiner Sicht, ich bin ja im Bundesinnenministerium auch mit für den Sport zuständig, wir brauchen jetzt eine Initialzündung für den Sport, für die Vereine, für die Verbände, für ehrenamtliches Engagement. Das geht nicht ohne staatliche Unterstützung. Da müssen die Länder ihren Beitrag leisten. Da muss aber auch der Bund seinen Beitrag leisten. Wir müssen jetzt das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft wieder stärken. Wir müssen auch die Menschen wieder leichter in die Lage versetzen, dass sie sich ehrenamtlich als Vorsitzender, als Schriftführer, als Übungsleiter in einem Verein engagieren. Wir haben beispielsweise jetzt auch die Übungsleiterpauschale zum 1. Januar dieses Jahres erhöht. Wir haben die Ehrenamtspauschale auf 840 Euro erhöht. Also das sind aus meiner Sicht schon auch wichtige Signale, dass wir die Vereine, dass wir die Verbände, dass wir die Ehrenamtlichen nicht alleine lassen. In diesem Sinne kämpfe ich auch insbesondere für eine Stärkung der Vereine und Verbände in unserem Land. Herr Mayer, vielen herzlichen Dank für das Interview. Und noch eine Frage zum Schluss. Gibt es noch etwas, was Sie den Wählerinnen und Wählern sagen möchten? Meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, Sie haben am 26. September die Wahl. Sie haben eine wichtige Stimme, zwei wichtige Stimmen zu vergeben, wenn es darum geht, zu entscheiden, in welche Richtung sich Deutschland bewegt. Die CSU hat in den letzten Jahren viel erreicht für unser Land. Wir haben, und das traue ich mir zu sagen, Deutschland und vor allem Bayern insgesamt, wenn man uns auch vergleicht mit anderen Ländern, gut durch die Corona-Pandemie gebracht. Jetzt geht es darum, die Gesellschaft, unser Land, die Wirtschaft wieder flott zu machen nach der Corona-Pandemie. Wir stehen für einen stabilen Kurs, wir stehen für ein sicheres Land. Wir stehen auch dafür, dass wir mit Maß und Mitte die Herausforderungen, die sich unserem Land stellen, im Bereich des Klimawandels, im Bereich der Digitalisierung, nachdrücklich angehen, engagiert angehen. Ich bitte sehr herzlich um Ihre beiden Stimmen für die CSU. Nur die CSU vertritt bayerische Interessen in Berlin. Wir haben keine Zentrale in Berlin, sondern wir haben unsere Zentrale als Partei in München. Wir vertreten zu 100% lupenrein bayerische Interessen in Berlin. Und deshalb stärken Sie Bayern in Berlin, stärken Sie mich persönlich auch in Berlin. Die Erststimme ist Mayers Stimme, die Zweitstimme ist Bayerns Stimme. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir hoffen, wir konnten Sie in diesem Beitrag ausreichend informieren. Und nun bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Bitte gehen Sie zur Wahl. Bei uns im Wahlkreis Altötting-Mühldorf haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Zukunft fest im Blick. Den Menschen in unserer Heimat eine Stimme geben und ihre Interessen in Berlin bestmöglich und engagiert umsetzen. Regional zuhören und national agieren. Dafür möchte ich mich auch in den kommenden 4 Jahren engagiert und nachdrücklich für Sie in Berlin einsetzen. Für die Heimat, stark in Berlin, Ihr Stefan Mayer.